Hey Leute, heute wieder mal eine kleine Runde KSP. Die Folgen kommen derzeit sehr unregelmäßig, das weiß ich, und mit relativ großen Abständen. Ich versuche es ein bisschen zu bessern, denn ich finde es selber nicht so geil. Allerdings, ja, wenig Zeit und viel Witcher kam dazwischen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich werde das jetzt so machen, dass ich KSP mit Software Inc. immer mal abwechsel und auch das neue Windward immer mal so eine Folge einschiebe. Das macht auch echt Bock. Und wird jetzt nicht jeden Tag kommen, aber so alle zwei, drei Tage wechseln sich die drei Spiele ab, sprich KSP, Software Inc. und oder Windward. So, wie sieht's denn aus? Wir haben noch 270.000. Wir haben, ich glaube beim letzten Mal sind wir dann doch noch zum Moon geflogen. VIP, das könnten wir eigentlich mal probieren, oder? Können wir nicht, wir haben noch zwei aktive Aufträge. Was haben wir denn? Ach so. Das ist das über diesem komischen Gebiet, das nehme ich mal weg. Da verlieren wir zwar ein bisschen Geld, aber das fand ich nicht so geil. Science Startup from Space Around the Moon. Ach, das ist ja lächerlich, da haben wir noch 9 Jahre Zeit. Das ist ja super. Rossby Kerman has charted a tour. Das machen wir mal. Zwei Touristen, okay. Und zwar haben wir jetzt, wir gehen mal in die Bauhalle rein. Haben wir jetzt einen Auftrag angenommen, dass wir jemanden, ich glaube, ich lade mal ein Schiff. Ich weiß gerade nicht, welches. Wir laden einfach mal das. Ich glaube, das sah ganz gut aus. Und zwar das hier, das ist der Tourist. Den müssen wir irgendwie hier mit reinkriegen. Das Ding ist nur, dass hier schon jemand drin sitzt. Und zwar der gute Jebediah Kerman sitzt da schon drin. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Landekapsel. Oder wir hätten halt eine Kapsel, wo mehrere reinpassen. Hier passt auch nur eine rein. Hier halt auch. Wartet mal. Kleinen Moment. Ich schau mal kurz. Hier rein, können wir hier vielleicht irgendwas kaufen? Hier passt auch nur einer rein. Aber das könnten wir eigentlich mal probieren. Kostet halt 45 Science-Punkte. Ne, dafür gebe ich sie jetzt nicht aus. Wir machen das einfach anders. Und mir wurde schon ein paar Mal empfohlen, ich soll einfach mal die Hitzeschilde benutzen. Brauche ich aber derzeit nicht. Es läuft auch so ganz gut. Wird zwar ein bisschen warm in der Kapsel, aber es reicht. So, und zwar, wir bauen das einfach ein bisschen anders. Ich nehme mal hier den weg und klatsche hier einfach noch ein zweites Modul drauf. Da passt der dann nämlich rein. Ganz einfach. Und das wird so nicht reichen. Dann nehmen wir einfach noch ein paar mehr mit. Genau. So, genau, ich glaube, das war nicht ganz richtig geordnet, alles vorher. Wo ist denn? Okay. Ich würde sagen, wir machen das mal so. Wir haben jetzt noch die zweite Kapsel frei, die ich dran gebaut habe. Da bauen wir den mal mit rein. Und der, ja, wir probieren es einfach mal. Wir gehen mal direkt auf die Startrampe. Und dann geht es hier weiter. Suborbital Spaceflight. Orbit around Kerman. Ja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe. Gibt mal nicht ganz so viel Schub und dann würde ich sagen, legen wir mal los in 3, 2, 1 und Liftoff. Alter, wieso ist denn das immer noch so laut? Ich muss einfach weiter rauszoomen. Entschuldigt, falls eure Ohren gerade geplatzt sind. Mir wurde gesagt, die soll nicht so viel Schub geben am Anfang, dass die Rakete nicht so hin und her trödelt. Trödelt. Trödeln tut die nicht, die trudelt dann höchstens.
hoffe, das hält hier oben verbindungstechnisch nachher, wenn wir da wieder in die Atmosphäre eintauchen. Bringt ein kleines bisschen Geld wenigstens. Ich hoffe, mehr als wir dann ausgeben für die ganze Rakete und so weiter. Aber das müsste ja entweder plus minus null oder ein kleines bisschen mehr bei rausspringen. Wir steigen ganz gut, das gefällt mir. 20 Kilometer höher. Wir taumeln ein kleines bisschen, sind aber aus der gefährlichen Zone eigentlich schon raus. Es klappt sehr gut. Vielen Dank für den Tipp. In der Beta musste man das nie beachten. Da konntest du gleich mit Vollstoff direkt bis zum Mond düsen. Geil. Jetzt sprengen wir die hier schön weg, seitlich. Super. Das sieht doch gut aus. Suborbitaler Flug. Also 70 Kilometer. Ich gehe jetzt einfach mal auf 80 Kilometer Höhe und dann versuchen wir da einen Orbit zu machen. Wobei ich mich da schon mal schräg legen kann. So um 45 Grad. Es gab in der Beta immer so einen guten Tipp, dass du dich halt bei, wenn du 20 Kilometer erreicht hast, schon mal 45 Grad neigst, und wenn du dann 50 Kilometer erreicht hast, Höhe 90 Grad neigst, dann hast du mal einen ganz guten Orbit bekommen. Das ist, denke ich mal, so im Großen und Ganzen immer noch möglich. Okay, wir düsen jetzt mal hier hoch. Und dann bauen wir uns mal den Orbit. Suborbiter sind wir, jetzt müssen wir noch einen Orbit erreichen, damit die Aufgabe auch klappt. Und Schubrakete, ab dafür. Wir hätten danach noch eine Stufe. Das müsste eigentlich funktionieren. Halt, wir müssen noch ein bisschen hoch. Die Apoapsis sollte nicht hinter uns sein, wenn wir einen Orbit machen wollen. Okay, vielleicht hätte ich gleich noch höher fliegen sollen. Das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Wir haben noch eine Stufe. Mal schauen, ob das reicht. Ach Mist, ich glaube, wir hätten noch weiter hochfliegen müssen. Doch, müsste reichen. Jetzt kommt der Orbit langsam raus. Und zack. Da ist er. Sehr gut. Muss ich jetzt auch einmal rumfliegen mit denen? Machen wir einfach mal. Drehen wir mal eine Runde. Sieht schon ein bisschen sehr eigenartig aus hier, unsere kleine Konstruktion. Aber solange wir keine Kapsel für zwei oder mehr Personen haben, müssen wir damit auskommen. Mein Hals ist gerade ein bisschen kratzig, entschuldigt. Müsste vielleicht bloß mal was trinken. Mache ich mal kurz. Dürfte reichen. Immer noch. Na gut. Okay, wir fliegen nochmal auf die Tagseite rüber. Und dann landen wir mal irgendwo im Wasser. Wäre ganz geil.
Na, da landen wir einfach da drüben im Wasser. Halt. Es dürfte doch reichen, oder? Ja, ein bisschen mehr noch. Dass wir da irgendwo kurz vor der Küste runterkommen, damit die Rettungstrupps uns gut einsammeln können und nicht so weit raus aufs Meer fahren müssen. So, das sieht doch gut aus. Ich denke, speichern noch mal, nicht, dass mir das Spiel wieder mal abstürzt. Wer weiß? Ist jetzt länger nicht passiert, aber man weiß ja nie. So, in die Richtung fliegen wir und da trenne ich uns jetzt einfach schon mal ab, die beiden Kapseln. Dann schauen wir mal, was die Atmosphäre mit uns macht, wenn wir hier wieder eintauchen. Wie er sich freut hier unten. Da hinten fliegt das letzte Teil der Stufe, mit der wir hier noch geflogen sind. Da hinten ist der Mond, der erste, der Moon. So, Eintritt dürfte auch überstanden sein in die Atmosphäre. Ja, das sieht gut aus. Drei Fallschirme müssten auf jeden Fall reichen für die beiden hier. So schwer ist die ganze Sache eigentlich gar nicht. Und Öffnung. Jawohl. Ach, locker. 5 Meter pro Sekunde. Das ist nicht viel. 4,5 sogar bloß. Noch besser. Haben sie die einfach zusammengeschweißt hier? Natürlich würde es mit dem anderen Cockpit, was wir noch hätten kaufen können, für 45 Science-Punkte besser aussehen, gerade weil wir die Spitze dazu auch haben. Oh, da waren wir schon auf der Oberfläche. Würde halt besser aussehen, würde auch zusammenpassen. Aber halt 45 Science-Punkte erstmal wieder dafür ausgeben. So, ein bisschen Geld haben wir bekommen. Nicht viel. Wir sind tatsächlich bei plus minus null. Zwei Touristen. Nochmal zwei. Da wieder über einen bestimmten Ort irgendwas machen. Science Data from Space Around Kerbin. Das könnten wir auch machen. Machen wir mal. So, und das Ding speichere ich jetzt erstmal ab als. Huch. Das ist unsere kleine Touristenrakete. Und dann müssten wir doch jetzt, was war das? Irgendwie Science? From Space Around Kerbin. Das heißt, einfach bloß müssten wir eigentlich hier oben so ein Modul ersetzen. Ja, ist egal. Machen wir erstmal weg. Science Junior kommt drunter. Und dann dürfte das auch wieder hinhauen. Ja, okay. Und zwar. Was hat es hiermit eigentlich auf sich? Ich weiß bis heute nicht, was ich damit machen soll. Oder wie das genau funktioniert. So.
nennen wir mal anders. Okay, das haut soweit hin. Legen wir los. Holen wir noch die Science Datas. Ich glaube, wir können sogar noch. Müssen wir mal schauen. Können wir noch einen Crew Report von hier unten nehmen? Nee, das hatten wir schon mal gemacht. Okay, dann legen wir los. Wieder dreiviertel Schub ungefähr, wie gerade eben. Schön langsam nach oben in 3, 2, 1 und Liftoff. Er sieht schon fett aus, wie er durch die Rauchschwaden an allen drei Ecken rauskommen. Sehr majestätisch. Oh geil, hier können wir nochmal 3,5 Crew-Punkte mitnehmen. Fett, nehmen wir mit. Wir probieren das mal, wir fliegen gleich ein bisschen höher, um dann nochmal woanders einen Orbit zu bekommen. Nicht bei gerade so 80 Kilometer wieder. Ruhig bei, weiß ich nicht, 120, 130 oder so, dass wir einfach weiterfliegen, ohne dass ich zwischendurch auf Stopp gehe, die Triebwerke runterfahre und dann erst ab dem Punkt wieder Gas gebe. Das verbraucht, denke ich, auch zu viel Sprit, zu viel Treibstoff. Nanu, da kommen wir schräg. Hör auf. Jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich mich ausgerichtet. Genau. Na. Nächste Stufe. Mal gucken, ob das eventuell ein bisschen besser ist. Wird halt ein ziemlich eiriger Orbit erstmal. Wir müssen jetzt erstmal hier hochfliegen und da den Orbit weitermachen, sonst dauert das ewig, bis die Periapsis rauskommt. So, von mir aus. Okay, das müsste ja reichen. Dann können wir, ich hoffe, ich fliege mal rüber auf die Sonnenseite. So, da sehen wir es, dann können wir das Modul öffnen. Ich bekomme gerade gar keine Science Data. Scheiße, oder? Ah,
Das ist doch aber das Science-Modul. Oder zählt das erst, wenn ich es abgegeben habe? Auf jeden Fall haben wir noch mal ein paar Punkte Science bekommen. Ich glaube, das zählt, das müsste reichen. Wir landen jetzt hier unten einfach. Ähnliche Stelle wie gerade eben. Der letzte Flug. So, bisschen Gegenschub noch gegeben, dass wir hier noch ein bisschen Geschwindigkeit direkt verlieren und nicht ganz so schnell in die Atmosphäre eintauchen. Bisschen Geschwindigkeit bauen wir zwar noch auf. Huch. Ah, ich hoffe, die Fallschirme machen das so rum mit. Nö, machen sie nicht. Hohoho. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich ganz, ganz großer Mist jetzt. Ich glaube, das überleben wir nicht. Scheiße. Da sind echt die Fallschirme kaputt gegangen. Okay, das ist jetzt das allererste Mal, dass die Dinger im Arsch sind. Ich glaube nicht, dass wir genügend Geschwindigkeit abbauen, dass wir so auf dem Wasser detonieren können, ohne dass was passiert. Das wird wohl nicht funktionieren. Hui. Bisschen hin und her wackeln kann ich noch. Ich kann nicht mehr machen. Nee, 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 nee. Wir sind zu schnell. Fallschirme sind kaputt. Ich glaube, den Flug können wir direkt nochmal machen. Das hat sich damit dann erledigt. Schade. Vielleicht müssten wir dann nochmal in die Halle zurück. Das hat so nicht funktioniert. Naja, gut. Ich würde sagen, wir probieren das einfach beim nächsten Mal nochmal. Kann ja nur besser werden. Ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.